Was ist der Seitentitel oder auch Titel genannt? Was sollte man dabei beachten und welchen Zweck verfolgt das Ganze überhaupt? Das erkläre ich dir in diesem kurzen Video. Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich bin Betty Möbius und ich liebe es, Webseiten zu optimieren. Und mit dem Tipp, den ich dir jetzt verrate, kannst du deine Webseite auch etwas mehr optimieren. Ja, zunächst einmal, was ist denn überhaupt der Seitentitel? Der ist auf deiner Webseite gar nicht so wirklich zu sehen und trotzdem ist er massiv wichtig. Und zwar gehört er zu den ersten Touchpoints, die ein Google-Nutzer mit deiner Webseite hat. Wenn er nämlich bei Google seinen Suchbegriff eingegeben hat und dann die Suchergebnisse angezeigt werden, dann ist der Seitentitel immer das, was oben groß als Überschrift in Blau geschrieben steht. Im Seitentitel steht also immer so in Kurzfassung, worum es auf dieser Seite geht, wenn man da auf das Ergebnis klickt. Und wenn der Google-Nutzer auf dieses Ergebnis klickt, landet er auf deiner Zielseite, auf deiner Webseite und sollte dann natürlich dort auch die Informationen bekommen, die irgendwie im Seitentitel vermittelt wurden. Also im Seitentitel sollte dann in Kurzfassung etwas stehen, was auf deiner Webseite nachher zu erwarten ist. Um gleich mal konkret ein Beispiel zu nennen. Ich habe ja zum Beispiel einen Blogbeitrag geschrieben über die schönsten Ausflugsziele in Mecklenburg-Vorpommern. Dann schreibe ich auf der Seite die 10 tollsten Ausflugsziele beispielsweise und habe vorher recherchiert, welche Suchbegriffe passen da gut zu. Dann ist es, wäre das in dem Fall vermutlich der Begriff Ausflugsziele Mecklenburg-Vorpommern. Und dann würde ich das auf jeden Fall auch in meinen Seitentitel schreiben. Zum Beispiel Top 10 Ausflugsziele in MV. Mecklenburg-Vorpommern, das könnte vielleicht schon wieder ein bisschen zu lang sein. Und da kommen wir auch gleich zum nächsten wichtigen Hinweis. Der Seitentitel, wenn du ihn richtig optimierst, hat eine bestimmte Länge. Und er darf diese Länge nicht überschreiten, weil ansonsten wird es von Google radikal mit ... am Ende abgekürzt. Wenn du sowas bei Google siehst, das ist immer ein Zeichen dafür, dass jemand seine Seitentitel nicht optimiert hat. Wie lang darf der Titel denn nun sein? Dieser Wert ist in den letzten Jahren immer mal etwas variiert worden von Google, also die testen da auch gerne mal rum. Aber ich kann dir als Faustformel mit auf den Weg geben, ungefähr 50 Zeichen. Sollte der lang sein, nicht länger, weil, wie gesagt, sonst wird das am Ende radikal gekürzt und dann wäre es schade, wenn es dann nicht vernünftig angezeigt wird in den Google-Suchergebnissen. Wenn man es ganz genau nimmt, geht es hier gar nicht um Zeichenanzahl, sondern eher um Pixelbreite. Also mal angenommen, du hast in dem Titel mehrere große M's oder große W's drin. Diese Zeichen sind natürlich viel, viel breiter als ein kleines I, was nur ganz wenig Platz verbraucht. Aber das wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen zu kompliziert. Deshalb, du kannst dir merken, 50 Zeichen darf das ungefähr lang sein. Es sollte dann auf jeden Fall deinen wichtigsten Suchbegriff beinhalten. Und dann würde ich dir noch empfehlen, dass du dir mal überlegst, ob du vielleicht mit Sonderzeichen arbeitest, um einfach dich von deinen Mitbewerbern abzuheben. Das ist nämlich der nächste wichtige Punkt, dass man mit seinem Seitentitel möglichst auffällt in den ganzen Suchergebnissen. Also vielleicht schaust du einfach mal mit dem Suchbegriff, mit dem du gefunden werden willst, gibst den bei Google ein und guckst dir mal die Titel an, was deine Mitbewerber dort so fabriziert haben. Und wenn jetzt überall das Gleiche schon steht, ganz krass habe ich das mal gesehen bei dem Beispiel Ferienwohnung. Da war wirklich die Zeile untereinander weg, das sah überall gleich aus. Ferienwohnung, Ferienwohnung, Ferienwohnung. Und wir wollen ja auffallen zwischen den ganzen Ergebnissen, deshalb würde ich mir dann überlegen, wie ich irgendwas anders machen kann, damit dort der Google-Nutzer einmal hängen bleibt. Besonders schön auffallen kann man zum Beispiel mit Sonderzeichen. Emojis gehen teilweise auch, allerdings werden auch nicht alle dann korrekt angezeigt und es ist ja auch nicht jedermanns Geschmack. Klassisch sind halt HTML-Sonderzeichen, einfach mal nach Google, da gibt es etliche Listen von. Oder auch bei mir im Blog habe ich auch schon mal eine Liste mit ganz vielen Zeichen zusammengestellt. Da sind dann so klassische Dreiecke, Pfeile oder Häkchen, die du in deinem Titel verwenden kannst. So, dann habe ich dir, glaube ich, schon die wichtigsten Punkte einmal zusammengefasst. Schau also, wie du deinen Titel gestaltest
Und es gibt dort auch unterschiedliche Ansätze. Dazu möchte ich dir gerne noch mal ein paar Beispiele nennen. Also wenn wir im Produktverkauf sind, kann man das so aufbauen, dass man ganz klassisch sagt, Produkt XY jetzt hier online kaufen. Was aber relativ abgedroschen schon ist, das ist nichts so Besonderes. Man kann dann aber auch damit arbeiten, dass man im Titel schon seinen USP, sein Alleinstellungsmerkmal mit einbringt. Beispielsweise Produkt XY vom ausgezeichneten regionalen Hersteller sowieso. Also, dass man das, was einen als Unternehmen auszeichnet, direkt im Titel mit drin hat und dass das gleich auffällt. Wenn man jetzt so mehrere Hauptthemen hat, kann man die auch zum Beispiel durch so einen Querstrich einfach voneinander trennen und dann drei Schlagworte nebeneinander setzen. Das wäre auch eine Variante. Also man hat da unterschiedlichste Möglichkeiten und ich würde dir empfehlen, das einfach mal auszuprobieren. Du kannst dir über verschiedene Tools auch das Ganze als Vorschau ansehen. Beispielsweise, wenn du bei Google mal nach Snippet Generator guckst, dann kannst du dort deinen Titel, den du dir überlegt hast, eingeben und kriegst dann als Vorschau das Ergebnis so angezeigt, wie es jetzt bei Google aussehen würde. Wenn du beispielsweise für deine Webseite schon das Plugin Yoast nutzt, also ein tolles SEO-Tool, dann kannst du das bei deiner Webseite, wenn du das einträgst, kriegst du dort gleich eine Live-Vorschau. Das ist auch richtig gut. Ich fasse das Ganze jetzt für dich nochmal kurz zusammen. Also, der Titel sollte auf jeden Fall optimiert werden. Das ist schon mal das Erste. Das Zweite ist, er sollte die Anzahl von 50 Zeichen nicht überschreiten, weil es sonst abgekürzt wird. Das Dritte ist, es sollte auf jeden Fall dein Keyword, das Schlagwort für die Zielseite enthalten. Und viertens, es sollte auf jeden Fall sich von deinen Mitbewerbern abheben. Fünftens, du hast unterschiedliche Möglichkeiten, das Ganze zu gestalten und kannst dabei auch Sonderzeichen nutzen, um noch mehr aufzufallen. Ja, das waren mal die wichtigsten Informationen rund um den Seitentitel oder auch Titel zusammengefasst. Ich wünsche dir viel Spaß beim Umsetzen, beim Optimieren und wenn du Fragen hast, melde dich gerne. Hat dir das hier gefallen, dann lass mir gerne einen Daumen nach oben da, dann gibt es auch noch mehr von diesen Videos. Bis dahin!